So, willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Ja, heute suchen wir nach Team Aqua. Und müssen erstmal gegen Lethargen kämpfen. So, flüchten aber erstmal. Komm schon. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich fliege schnell nach Seekrans Upsidi. Das geht schneller. Wenn ich fliehen darf. Dankeschön. Ja, das geht jetzt um einiges schneller. Ich bin zu faul zu laufen. So. Dann geht's jetzt hier östlich lang. Und zwar müssen wir jetzt surfen. Hier unten war nichts mehr, ne? Oh, hier ist noch ein Item. Moment, das holen wir uns noch schnell. Und wir finden, oh ja, okay, ein Superschutz, oder? Ja. Oder Topschutz. Ne, Topschutz müsste das sein. Topschutz. Gut. Dann ist es hier eine neue Route eigentlich? Okay, hier sind die Weimar. Moment, ich bin jetzt hier krass Upsidi, ne? Ich bin sehr krass Upsidi. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Normalerweise dürfte ich hier ein Pokémon fangen. Angeln oder surfen? Ich surf mal. Okay, hier darf ich ein Pokémon fangen. Schauen wir mal, was kommt. Ultrigaria? Ja, könnte ich entwickeln. Ich habe ja Blattstein, aber ich möchte lieber Tingulist haben. Weil, und so, ne? Aber wir fangen natürlich Ultrigaria versuchens. So, sehr schön. Passt. Passt, passt, passt. So, und dann werfen wir den Überball drauf. Und klick. Damit haben wir Ultrigaria. Okay, gut. Männlich, ne? Yep, und ich nenne es so. Moldrak. Ich glaube, er selber hieß nicht so, aber er wollte, dass ich ein Pokémon so nenne. Und jetzt hast du es. Ein Ultrigaria namens Moldrak. XD. So. Ich glaube, ich muss nochmal einen Schluck trinken. Und dann geht's auch gleich ins Versteck von Team Aqua. So. Wie jetzt? Lasst mich nicht durch. Ah, so. Ach so, wir müssen erstmal nach Team Magma suchen. Ah, ja. Ah ja, ich bin es immer von Saphir gewöhnt, dass man gleich zu Team Aqua gehen muss. Aber wir spielen ja Smaragd und da kommt erstmal Team Magma an. Und natürlich weiß ich auch, wo Team Magma sich versteckt. Wo wäre denn ein besserer Ort für ein Versteck für Team Magma als in der Nähe des Schlotberges? Ja, und wie kommen wir da am besten hin? Ja, ich glaube, wir machen das so. Gut. Moment, ich schau mal ganz kurz in die Box, ob ich vielleicht ein anderes Teammitglied mitnehmen kann. Guck mal. Wir könnten ja eigentlich mal Blacky trainieren. Twido wäre eigentlich schon mal nicht schlecht. Oder halt Dani. Im Caps Lock Style. Das ist die Frage. Ich glaube, ich trainiere Daniel. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder? Ich schau mal kurz mein Team nochmal.
Nee, ich nehme mal Dani. Und tu dafür mal Kayle eine Pause gönnen. So, dann kommt Blacky rein. Und den geben wir den EP-Teiler. So, hier haben wir eine. Und bam, angelegt. So. Ja. Moment, ich flieg nochmal. Oder gibt's hier? Mal gucken, was es hier zum Kaufen gibt. Weil jetzt muss ich mich auch ein bisschen vorbereiten. Das Magma-Versteck ist jetzt nicht so einfach. Ja, wir kaufen uns ein paar Supertränke, würde ich sagen. Und zwar. Ja, 27 Stück. Egal, ist ja wurscht. So, die müssen erstmal reichen. Okay. Passt. So, dann können wir uns auf den Weg Richtung Team Magma Versteck machen. Wir müssen über den Schlotberg Pass nach unten. Also müssen wir erstmal mit der Seilbahn hochfahren und dann den Abhang runterlaufen. Und da ist das Versteck von Team Magma irgendwo. Okay. So, dann geht's nach unten. Oh. Oh, und da ist das Versteck. Wie ihr sehen könnt. Wen nehmen wir an erste Stelle? Gonshiro. Habe ich eine Gesteinsattacken, eine TM, eine Gesteinsattacke irgendwie oder sowas? Mist. Dann nehme ich mal Tank an erste Stelle. Tank ist immer gut. Und wir sind in Team Magmas Versteck. Und hier brauchen wir Stärke. Och man. Nicht der Ernst, oder? Och man, das ist doch doof. Das ist jetzt blöd. Wie bringe ich denn jetzt Stärke bei? Wie mache ich denn das jetzt? Oder kann ich... Moment. Nee, Blacky kann leider keine Stärke erlernen. Weil ich hätte es nämlich wieder verlernen können. Move Pokémon. Nehmen wir mal... Ja, nehmen wir mal Weedy raus, weil Weedy kann eh nicht viel machen. Und dann nehmen wir mal... Habe ich denn nicht ein Pokémon, das schon Stärke kann? Wenn nicht, nehme ich ganz einfach... Nehmen wir ganz einfach mal Sandan mit. Und erlern ich mal Sandan Stärke. Das dürfte es eigentlich erlernen können. Na klar. Ilico versucht Stärke zu erlernen. Und dafür machen wir ganz einfach... Defense Curl weg. Also ein Igler. Und gut. Wunderbar. So. Passt. Okay. Dann nochmal die ganze Sache. Ich speed jetzt mal ein bisschen. Damit das hier ein bisschen schneller geht. So. Okay. So, dann geht's auf in das Team Magma Versteck. Ich hoffe, ich brauche nicht noch eine andere VM. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen bitter, aber ich glaube, Sandan könnte zur Not auch noch zur Trümmerer erlernen. Falls wir das auch noch benötigen. So, da oben ist schon der erste Typ von Team Magma. Moment! Zählt das jetzt als neues Gebiet?
Eigentlich schon, ne? Das zählt eigentlich als neues Gebiet, weil... Ich versuche das einfach mal zu fangen, das Kortel. Ich hoffe, es überlebt. Na klar. Body Slam, das ist nicht toll. Falls es regelkonform ist, dass ich das jetzt fange, werde ich es halt wieder freilassen, ne? Deswegen werde ich jetzt auch erstmal für Kortel keinen Spitznamen meiner Abonnenten verwenden, nicht, dass ich es dann wieder freilassen muss. So, der Ultraball. Schauen wir mal, ob wir es fangen. Nein. Naja, normalerweise ist es schon ein neues Gebiet, weil dieser Mirage Tower war ja auch ein eigenes Gebiet an sich. Ja. Da habe ich ja, glaube ich, Sandan gefangen. Von daher können wir das ja auch zählen lassen. Oh, Kortel, Mann, was machst du? Willst du mich verarschen, oder was? Geh jetzt einfach rein. Okay, dann hätten wir das. Scheiße, wird jetzt Kortel eigentlich geschrieben? Ich weiß es gar nicht mehr, weil... Passt es eigentlich rein? Da müsste eigentlich reinpassen. So, dann... Caps Lock aus. Schreiben wir das mal so groß. Na gut, ist egal. Passt nicht ganz rein, aber wir nennen es Superkortel. Ich weiß nicht, ob ihr die Pokémon-Verarsche kennt. Ash vs. Takuto. Müsst ihr mal angucken. Das ist extrem lustig und von daher ist halt dieser Insider. So. Dann werden wir erstmal einen Paraheiler reinhauen. Die Hälfte der Folge ist schon wieder um, weil ich zu unfähig war, Stärke mitzunehmen. Ach, naja, gut. Okay, dann passt das soweit erstmal und es geht weiter. Normalerweise könnte ich da jetzt einfach einen Schutz anschmeißen, ne? Ja, machen wir das einfach mal. Wir können eh kein Pokémon hier fangen. So, dann kämpfen wir mal gegen die Trainer. So, Team Magma. Kranz will kämpfen. Team Magma ist schon cool, aber Aqua ist cooler. So, Vivien. Okay, Schnüffler. Ja. Ich weiß nicht, wie Tank riecht. Ich glaube, das willst du auch gar nicht wissen. Okay. So. Was ist das hier eigentlich? Okay. Oh mein Gott, ich kann mich noch kaum noch erinnern, wie das hier war. In dem Magma-Versteck. Mal gucken, ob ich dann noch klarkomme. Mal sehen. So. Numel. So. Riechsalz. Und One-Hits. Da brauche ich kein Mogelieb machen, wenn sowieso schon One-Hit wird. Okay. So, als nächstes bist du dran. Mein Gott, das sieht aus, als wenn die einen Bart hätte. Ha, mein Gott. Natürlich hat sie blaue Haare, aber im Sprite braune. Das ist wie Naruto. Gaara hat nämlich, also der Charakter Gaara aus Naruto hat eigentlich im Manga
braune Haare, aber im Anime rote. Das ist auch so ein lustiger Fact. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kanntet. Musste ich sehr drüber lachen. Okay. So, Tengel reicht Level 37. So. Und Plecky kriegt leider kein Level ab. Das ist ein bisschen schade. Naja. Gut, die Folge ist vorbei. Leider. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann geht's hier weiter im Magma-Versteck. Und dann werden wir die ganzen Trainer hier zugrunde richten. Ja, und ihnen Feuer unterm Hinter machen. Schon wieder ein Wortspiel. Oh mein Gott. Genug für heute. Bis demnächst. Macht's gut.